Moin moin und hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 30 Minuten mit aus der großen Spielebibliothek von A bis Z. Heute möchte ich mal mit euch ein Spiel für die Xbox 360 zocken, und zwar ist es Marlow Briggs and the Mask of Death. Wie gesagt, für die Xbox 360, und wir spielen es auf der Xbox One X. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, schaut es gemeinsam mit mir an. Was für ein Spiel ist das? Großes Fragezeichen. Aber genau das erfahrt ihr direkt nach dem Cold Opener. Bis gleich. So, da sind wir auch schon und starten die 30 Minuten genau jetzt mit Marlow Briggs and the Mask of Death. Doppler für einen Doppelsprung. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. You fight fires for a living, and you're complaining about the heat? Yeah, but I'm on vacation. I wish you could have come to a different day, you know? It's not usually like this. The armed guards, the workers, they're just trashing this place. Hey, Eva, it's okay. We're out of here soon. Yeah. Ah, Miss Torres. Lovely to see you again. From the look of things, I take it your work is proceeding well? Well, yes, but... Excellent. And you are? Marlow Briggs. Marlow's my boyfriend. He's visiting for a few days. Well, we can always use more workers. Now, Miss Torres, I believe you had an update for me? Yes. We've recovered the last major codex, and it appears to be in remarkable condition. Wonderful news. Excellent work, Miss Torres. But, I'm afraid you're going to have to find someone else to help you with the translation. I don't think this is working out like I'd expected. I can finish out the week, but... You signed a contract. That was before I knew what was going on here. Now that you know, I suggest you get back to work. Hey, you can't talk to her like that. Mr. Briggs, you are not leaving here until you translate every last codex. Am I understood? You can't keep us here against our will. Come on, baby. We're out of here. Us? Marlow! Get your hands off me! Back up. Let her go. Mr. Briggs, I'm afraid I'm going to have to let you go. Distraction in the workplace will not be tolerated. Kill the boyfriend. No! No! No, no, no. Wait. Use that. And this is what happens when people tell me no. No! Marlow! Oh, God, please! No! 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 Save your breath, Miss Torres. There's no God here. You sick bastard! Oh, now that's not very nice. No more of this talk of leaving. I'm sure Mr. Briggs wasn't your only loved one. And I can assure you, my reach is quite long. Do I have your cooperation, Miss Torres? Splendid! Now, if you would please accompany these gentlemen to my helicopter, I will be along momentarily. And to think, we almost made it an entire day without a workplace accident. Mm-hmm.
the stench of Shivalba once more. Yeah, und da sind wir auch schon. Any ideas? Simple. The Wolfman's fangs can snap that hook like a twig. So geht man runter. Okay, schauen wir mal. Was können wir hier alles anrichten? Greifen. Harter Schlag. Blocken. Irgendein Rad nachher noch und dann. Okay. Das finden wir schon raus. Is that another death mask? Indeed. Only the secret warrior can see their spectral form. Okay, Gesundheit gesammelt. I don't know about this. Dann schauen wir mal. Bin mal ganz gespannt. Hey, kannst du klettern? Okay, machen wir das. Erfahrungspunkte, yeah! Die können wir gebrauchen. Und B drücken. Drücken, halt, warte mal kurz. Mist. Ich wollte die. Hey, this is easy. Naja, kommen wir nicht mehr zurück. Schade, ich wollte das noch einsammeln. This is easy. Genau wie das hier. The land of my people. Still as beautiful as I read. But something feels wrong. Eingesammelt. Okay, B drücken. Ja, da schlangeln wir uns entlang. What in the whole world? These vandals despoiled my homeland. They must be punished. Trust me, it's gonna be a bloodbath. A bloodbath? The gods will be so pleased. Söldner? Na, kommt mal her. Euch kriege ich mit meiner kleinen Lanze. Oh, wie viel können die denn ab? Ist ja Wahnsinn. Schöne Kombo am Arsch. Jawohl. Brauche ich schon Heilung? Nein, noch nicht. Erstmal klappen wir weiter auf die eine. +25, das klingt doch gut. Attention, attention, this is Heng Long. There is an interloper in the area. Security forces have been mobilized to handle the situation and we expect the threat to be neutralized. Ja, bevor wir das machen, holen wir uns erstmal den Lebenssaft hier. Haben wir wieder volle Energie. Dann gucken wir mal, was wir mit dem schönen Tanker hier machen können. Komm, schieb ihn da runter. Bam. Ha.
Warum auch einfach, wenn es auch kompliziert geht? Sind die nächsten. Prügel ich alle mal, wenn du weich hier. Boah. Was kann man da machen? So, so. Nix, 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 nix. Doch, ein bisschen prügeln. Stolperstein! Drücke LT im Moment des Einschlages. Okay. Das war zu früh. Reagiert aber ein bisschen spät. Im Moment des Einschlages. Aber wir haben noch ein paar Versuche. Ah, zieht ganz schön nach. Unbewegliches Objekt. Okay. Hat auch so geklappt. Und dann nochmal freier Fall. Yes, Sacred Warrior. Your bravery is an inspiration. Kettenangriff ausgewichen. Und Flammenwerfer. Greifen kann er denn nicht? Schade eigentlich. Alles ein bisschen hektisch hier mit dieser Kamera. Aber das schaffen wir auch. Drücke B. Yes. Bam. Weg ist er. Erstmal den Lebenssaft, wenn es geht, wenn er mich lässt. Und dann holen wir uns mal die zwei hier. Okay, waren das alle? Oder hat der noch... Der hat noch überlebt. Haha. Aber nicht so wie er wollte. Lauf doch. So. Was? Da. Drücken. Herausforderung. Kommt. Schieße alle Helikopter ab. Noch.
Oh, einer ist entkommen. Noch mehr. Und noch einer. Oh, komm. So, der lebt noch. Oh, 300 XP gesammelt. Immerhin. Noch weiß ich nicht. Oh, drücke back. Alles klar. Was haben wir denn? 1425. Was können wir hier machen? Flammen sind noch gesperrt. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Dann nehmen wir Kukulkans Fänge. Jawohl. Dankeschön. Aufgestiegen. Und dann brauchen wir 2000. Erstmal gucken, wo wir lang müssen. Einfach hier runter. Climb across the ledge. Nimble as a cave spider. Kommen wir da hoch? Ne. Ah, da muss ich hin. Ja, ja, schon gut. Mit L kann ich mich halt bewegen. Das wissen wir. Kisten können wir auch kaputt machen. Aber ist nie was drin, ne? Genau so muss das. Dann holen wir uns schnell die EP da. Gucken, ob B halten. Ah, da war Gesundheit versteckt. Hm, nicht schlecht. Ist hier noch was? Nein. Sieht nicht danach aus. Da können wir nichts kaputt machen. Ich guck nur ab, ob ich eben schnell irgendwo was liegen lassen hab. Weil wäre ja blöde. Aber haben wir nicht. Dann können wir jetzt die Fallen nehmen. Schon. Was? Man kann da sterben. Okay. Nein. Die Flammen waren noch an. Jetzt. Warten, bis sie ausgehen. Ah. Aber ich hab's geschafft. Aha. So, dann kommen wir her hier. Und weg mit dir. Oh, gib mir den Saft. B drücken. Ach so. Da kann ich nachher lang. Hier kann ich auch lang. Die EP nicht vergessen. Dann gucken wir erstmal den Seitenweg an, bevor wir die Tür öffnen. Vielleicht ist da jetzt versteckt, vielleicht auch nicht.
Na, so. Oh, hier, was ist das? Drücken. Nur einer von vielen. Was auch immer. Kaputt machen können wir nichts. Dann gehen wir jetzt durch die Tür. Und schauen mal, was uns da erwartet. Aber lass mich raten. Na, ein paar Gegner. Aha, Hinterrücks wolltet ihr. EP, 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 lauter EP. Noch mehr EP. $1,613 haben wir. Danke für den Hinweis. Da müssen wir also rüber, okay. Drücken. Und da liegt noch mehr EP. Und was ist das? From the guards that you survived. How is that possible? The legends of the ancient artifacts imbued with the power of resurrection, all the sacred warrior stuff? Can't be true, can they? I guess I'm hopeful enough to leave you these messages. Don't worry about me. I'll do whatever Long wants and I'll be back as soon as I can. He promised not to hurt me or my family. I'll hide these notes for you whenever I can. I love you. Okay, okay, okay. Da liegt man so rein. Zufällig. Oh, viele EP. Eine Nachricht für sie. Aber von ihr, meine ich, für ihn. Okay, nehmen wir es hin. Hat einer unterwegs weggeschmissen. Heilung? Bestimmt nicht. Oh, jetzt können wir ballern. Aha. So, was jetzt? Die andere Seite da hinten, ne? Ist wieder offen. Oh, Hubschrauber. Die Zelle von ihnen. Muss ich da nicht irgendwas abballern? Wo ist denn... Wie komme ich denn an seine Zelle ran? Boah, aber noch rechtzeitig. Beide Arme sind jetzt weg. Oh! Ganz schön stressig. So, haben wir den Arm noch gekriegt im letzten Moment. Er hätte uns fast erdrückt.
Da machen wir mal hier die Unholde platt. Können wir gleich wieder aufleveln hier. Jawoll, geil, geil, geil. Zack, schnell da rein. Flammen. Ist noch gesperrt. Dann machen wir den hier. Kukul Khans Fänge. Upgrade. Gemacht. Gesundheit verbessert. Noch den hier vernichten, dann können wir. Komm, halt schon. So, gerade noch gekriegt. Verpasst? Tschüss! So, schleuder die Kette nochmal her. Ypsilon war das, ne? Ja. Nee. Was? War doch richtig. Na, ich hab da B gedrückt. War doch gar nicht so schwer. Ypsilon und B. Wieder aufleveln und dran denken, Ypsilon und B. Ypsilon. B und A. Und dann kriegen wir es mal. Ja, sicher. Ich hab da A gedrückt. Viel schneller drücken. Eieieiei. Machen wir es nochmal. Ah, voll aufs Maul hier. So, schnell aufleveln. Y. B. A. War doch gar nicht so schwer. Okay. Gleich ein Riesengemetzel hier. Next Cut.
im Feuer geschmiedet. Nicht schlecht. Dann geht's hier direkt weiter. Halte LB und B gedrückt. Ja. Na, wir würden aufstehen. Yes, wir sind schwer beschäftigt. Aber meine lieben Damen und Herren, die 30 Minuten sind auch schon rum. Wie gesagt, ich wollte euch ja nur einen kleinen Einblick geben, wie es ist, wenn man es zum ersten Mal spielt und was auf euch zukommt. Vielleicht habt ihr Bock, den Titel selber noch nachzuholen, dass er euch noch fehlt in eurer Sammlung, oder ihr sagt, das könnte was für mich sein, dann schlagt zu, und alle anderen, die lehnen es ja eh ab oder haben schon lange abgeschaltet. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und auf Twitch könnt ihr mir auch gerne folgen. Das wäre super geil von euch. Und wenn ihr Bock habt, meine Spielebibliothek ein wenig zu unterstützen, dann könnt ihr das unten in der Videobeschreibung sehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Auch würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das ist alles, worum es hier geht. Es ist ja für euch gemacht und es soll auch für euch erweitert werden. Deswegen bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.